Freunde. Ja, ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig über eure Feedback. Ich freue mich riesig über eure Bilder. Es ist einfach schön. Einfach schön. Das ist das sechste Rezept, was wir jetzt machen. Eine Woche her ist es das erste Mal. Und die Nachfrage ist groß nach Carbonara. Man nimmt normalerweise eine gute Guanciale für eine originale Carbonara, nennt man Guanciale. Aber für viele ist das ein bisschen zu fettig. Man kann einen Speck nehmen, man kann eine Pancetta nehmen, eine gute Pancetta nehmen. Das ist frei nach eurem Geschmack überlassen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die Zutaten, für mich ist wichtig, eine gute Pasta zu haben. Für mich ist wichtig, ein gutes Käse zu haben. Für mich ist wichtig, ein gutes Wein zu haben. Wir brauchen heute einen Suso Maniello. Und dann können wir anfangen. Stößchen. Macht bitte nicht den Fehler, erst die Nudeln kochen und dann die Soße fertig machen. Erst die Soße, die Pfanne fertig machen und dann die Nudeln, dass man die Nudeln nehmen kann, so al dente wie sie sind, einfach in die Pfanne geben, eher ein bisschen früher raus und dann in die Pfanne noch ein bisschen kochen lassen, ein paar Minuten, und dann habt ihr die richtige al dente Nudeln. Wir schneiden den grob. So. Wir nehmen heute ein Guanciale, der sehr fettig ist, also hat viel Fett dran. Und deswegen brauchen wir kein Öl. Hier eine gute Carbonara, ich liebe Käse. Keine Sahne bitte. Nur für die Kinder Sahne. Für die Kinder gerne Sahne, aber für euch nicht. So, nochmal zum Guanciale. Guanciale ist ein Backenspeck von Schwein. Backenspeck. Die Nudeln brauchen 7 Minuten. Ich brauche hier noch auch 7, 8 Minuten hier für dieses Gericht. Also ich tue die Nudeln ein bisschen später, dass ich sie dann schön al dente in meine Pfanne geben kann. Und dann kann ich al dente servieren, frisch servieren. Zwei Stücke und wir uns raus. Nudeln nach ein paar Sekunden ein bisschen drehen, dann ein bisschen ablöschen, entweder mit Wein oder mit ein bisschen Wasser. Pecorino Romano. Also, Guanciale ist nicht so salzig. Da kann man ein bisschen mehr mit Salz spielen. Aber wenn Sie Speck oder Pancetta nehmen, Vorsicht. Es ist saporito. So. Schön al dente. Wir nehmen sie ein bisschen früher raus. Wie ihr seht, schön al dente. Jetzt lasst man ein bisschen in die Pfanne weiterkochen. Ein grünes Salz. Und jetzt vorbereiten wir uns die Eier. Circa 1 bis 2 Proportionen. Machen wir ein bisschen. So. Pecorino, Parmesan, was ihr wollt, grana padano, was ihr wollt. A pioggia,
das ist unsere Creme, was wir brauchen beim Carbonara. Das. Für den Käse ist sehr wichtig, immer die gleiche Temperatur zu haben und immer ganz wenig, dass das alles so eine einfache eine geile Creme. So, jetzt sind wir soweit. Ausmachen. Wir brauchen nur unsere Eier. Und das